Ich hatte mir für 2023 vorgenommen, mehr Simracing zu machen. Ich habe ein kleines Setup, das ich auch endlich ordentlich nutzen möchte. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mein erstes Ligarennen in ACC, in Assetto Corsa Competizione, abgeschlossen. Und wie das so gelaufen ist, das schauen wir uns heute gemeinsam an. ACC ist wohl die beste Wahl, wenn es um GT3-Fahrzeuge geht. Und auch wenn ich die Simulation jetzt schon eine Weile habe, viel gespielt habe ich es noch nicht. Und ich steige jetzt quasi mitten in eine Liga einfach ein, die gerade im Laufen ist in der ersten Season. Und zwar bei Rennen 9 in Imola. Und ich persönlich habe ACC noch nicht viel gespielt, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in die Vorbereitung. Obwohl ich ACC schon eine Weile besitze, auch alle DLCs und so weiter habe, spiele ich es doch sehr selten, weil es doch sehr viel Aufwand bedarf, sich da wirklich reinzufuchsen, wirklich die Strecken zu lernen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich bereite mich aber diesmal wirklich richtig vor für dieses Ligarennen. Das ist quasi der Ansporn, das Ding endlich mal ordentlich zu zocken und endlich mal quasi auch ein bisschen, ja, Erfahrung aufzubauen darin. Als erster stand natürlich die Frage im Raum, welches Fahrzeug nehme ich überhaupt? Also bin ich erstmal auf YouTube gegangen, habe dort eingegeben, ACC Best Beginner Car und habe mir ein paar Videos durchgeschaut. Eigentlich waren sich alle einig, man soll entweder eine BMW nehmen oder auch den Aston Martin. Und ich habe mich entschieden, weißt du was, BMW geht wahrscheinlich die breite Masse mit, deswegen nehme ich den Aston Martin V8 Vantage, der an sich schon mal geil aussieht. Fahrzeug haben wir also gewählt, geht es noch rein in die Strecke, Imola eine Strecke, die ich noch nicht viel gefahren bin, beziehungsweise eigentlich gar nicht gefahren bin persönlich. Ich kenne es natürlich aus Formel 1 und so weiter, aber ich kenne jetzt den Ablauf in dem GT3 Fahrzeug nicht richtig, deswegen gleich wieder YouTube aufgemacht, wieder eingegeben, ACC, Imola, Track Guide und ein paar Track Guides mir angeschaut, bisschen geschaut, wo sind die Bremspunkte, wo ist die Ideallinie, wie muss ich das Ding am besten fahren. Und da war relativ schnell klar, die besten fahren so eine Zeit unter 1,40, sage ich mal. Um die 1,40 ist man schon richtig gut dabei und somit war es mein Ziel, 1,42 zu schaffen. Das ist mein quasi Ziel, dorthin zu kommen, also so ungefähr 2 Sekunden weg von der 1,40er Zeit, was eben so, sage ich mal, wirklich gute Fahrer zusammenbringen. Das war also mein Ziel. Jetzt, wo es alles feststeht, wo wir wissen, welches Fahrzeug, welche Strecke, wie wir die Strecke fahren müssen, geht es auch rein ins Training. Und ich möchte eben nicht unvorbereitet in dieses erste Rennen reingehen. Erstmal, ich habe da noch nie teilgenommen. Ich habe sowas generell noch nie gemacht. Ich bin eben sehr unerfahren, was Simracing betrifft. Ich kann natürlich einen Lenker bedienen und Pedale und so, aber an sich sonst nicht viel mehr, muss man ehrlich sagen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich werde sehr viele Runden fahren. Und bin wirklich unzählige Runden in diesem Spiel gefahren mit dem Aston Martin. Ob gegen die KI, ob alleine, Zeitrennen. Ich bin wirklich etliche Runden gefahren. Und die Zeit, ja, die wollte irgendwie nicht unter 1,44 gehen. Also ich habe wirklich keine Zeit geschafft in meinen Trainingssessions, die unter 1,44 geht. Und dann habe ich echt schon überlegt, macht das Sinn, an diesem Rennen teilzunehmen? Sollte ich das nicht lieber lassen? Ist das eine gute Idee? Bin ich gut genug dafür? Und habe dann beschlossen, nein, ich bin es nicht, aber ich werde es trotzdem probieren, weil, ja, scheiß drauf, wir wollen ja natürlich ein bisschen Erfahrung sammeln. In den darauffolgenden Trainingssessions am Samstag, wo das Rennen stattgefunden hat, habe ich tatsächlich aber eine 1,43 geschafft. Also ich habe es dann tatsächlich doch irgendwie geschafft, quasi unter 1,44 zu kommen. War allerdings auch schon ein bisschen schwierig, auch teilweise mit Track Limits, die ich leicht überschritten hatte. Also die Zeiten waren leider nicht komplett in Stein gemeißelt. Eine 1,43,6 wäre theoretisch möglich. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Übung auch eine 1,43,5. Aber ich glaube, viel weiter runter weiß ich, komme ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute, die eine 1,39 und 1,38er Zeit fahren, wie die das schaffen. Also das ist für mich einfach crazy und übelst unlogisch, sage ich mal, dorthin zu kommen. Jetzt, wo wir das Training erledigt haben, ich mich ein paar Mal gedreht habe, die Zeiten aber nicht hinbekomme, wird es natürlich Zeit für das Rennen. Und was natürlich das Erste, was im Rennen stattfindet, das Qualifying. Wir hatten 30 Minuten Zeit, uns ein bisschen einzuschießen auf die Zeit. Und ihr seht es einmal kurz, meine schnellste Runde quasi im Überblick. So, dann fangen wir das Ganze an, hinten an der letzten Kurve raus. Und ich hatte schon dann nicht den perfekten Ausgang. Und ihr seht, zu dem Zeitpunkt 1,43,9 war die beste Zeit. Und das war tatsächlich besser als all das, was ich in meinen Trainings davor geschafft habe. Also, es hat sich dann doch ein bisschen ausgesagt. Und die Tagesform macht natürlich auch ein bisschen was aus, muss man sagen. Und dann geht es hier runter, direkt in die erste Kurve rein, in die Variante Tamburello, ja, so herum ist es richtig. Und hier versucht man natürlich ein bisschen Körper mitzunehmen, aber nicht zu viel, damit der Wagen nicht komplett aus der Balance gerät, sag ich mal. Und dann sehe ich da zwei Autos vor mir und denke mir schon, bitte, bitte, versucht, bleibt mir aus dem Weg quasi. Hier auch schön reinbremsen, dann die wirklich schön mitnehmen, wirklich viel Speed mitnehmen. Und diese Haarnadelkurve hier ist echt für mich so mein Endgegner, muss ich sagen. Weil da musst du so ein bisschen Trade-Braking machen und das kann ich mit meinen Pedalen nicht so wirklich. Oder vielleicht kann es auch einfach ich nicht, aber ich glaube auch in den Pedalen liegt es irgendwie. Und somit gilt es natürlich dann trotzdem irgendwie den perfekten Punkt, so viel Speed wie möglich mitzunehmen. Und dann baut der
BMW hier vor mir fast einen Unfall und dachte mir, puh, das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Und hier Aqua Minerale ist überhaupt so ein richtig eine komische Kombination. Irgendwie eine coole Kombination, weil du eben dieses Berg runter in diese Senke rein und dann wieder bergauf. Aber irgendwie auch, wenn du das Ding nicht richtig nimmst, dann bist du auch schon wieder vorbei. Und die Schikane hier ist auch richtig asozial mit diesen fetten Curbs, die man mit dem Aston nicht ganz so toll nehmen kann. Und der Ausgang dann teilweise neigt das Auto auch sehr zum Übersteuern. Das musst du so ein bisschen abwägen und kompensieren. War nicht perfekt die Runde bis hierher, muss ich sagen. Und da geht es natürlich hier in die letzten Kurven rein, in die Rivazza-Kurven, die beiden. Und hier möglichst das, den Wagen so ein bisschen rotieren mit der Bremse, versuchen hier so viel Speed wie möglich mitzunehmen. Beim Vorgesehen, das war nicht optimal. Hier hatte ich tatsächlich sehr viel mehr Speed als die Runden davor. Und somit wird es eine 1:43.8. Genau, das war quasi meine Bestzeit hier im Quali. War ganz okay, würde ich sagen. Hat jetzt gereicht für Platz 8 von 14. Also nicht wirklich gut irgendwie, aber doch okay. Also wenn ich mir denke, die anderen Leute, ich weiß nicht, wo die Pace hernehmen. Da waren einige wirklich schnelle Leute dabei in dieser Liga. Aber 1:43.8, das war meine beste Zeit, die ich zusammengebracht habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Rennen. So, dann starten wir direkt ins Rennen rein. Und was eine Sache ist, die in so einem GT3-Rennen natürlich nicht fehlen darf, ist so in zwei Reihen aufstellen und dann entsprechend quasi zum Rennen, zum Start hinfahren, zum fliegenden Start. Kein stehender Start, das gehört zur GT3 dazu. Und was so ein bisschen seltsam war, ist, irgendwie waren da alle verwirrt, weil irgendwie ist da, keiner hat so richtig gewusst, wie man das Ding jetzt fährt scheinbar. Kam mir zumindest vor. Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich so einen fliegenden Start so noch nie gemacht in so einem Spiel. Also natürlich in der Singleplayer-Kampagne so ein bisschen, aber da ist ein bisschen anders im Singleplayer als im Multiplayer mit echten Spielern. Vor allem die reagieren auch ganz anders. Und entsprechend war es schon interessant zum Schauen, was passiert jetzt und wie macht man das. So ein bisschen war die Nervosität da, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich Schiss, dass ich in diesem Rennen es ziemlich verkacke. Mein Ziel war es dann doch, unter die Top 10 im besten Fall zu kommen. Also Platz 8 bin ich gestartet von 14. Da kann man schon auf die Top 10 hoffen. Das war so ein bisschen mein Ziel. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich würde sagen, starten wir rein, weil gleich sind die Lichter aus und gleich geht's los mit diesem Rennen. Dann muss man eben so die Geschwindigkeit halten. Natürlich nicht auf dem Vordermann auffahren oder so. Und dann irgendwann plötzlich schaltet die Ampel auf grün um und dann muss man Gas geben. Und wenn man den Start verkackt, so wie ich hier mache, dann ist das nicht so gut. Und dann merkt man auch gleich, da überholt mich ein Auto und ein zweites Auto und dann werde ich so ein bisschen rausgedrängt hier auf die Wiese, was so ein bisschen, ja, schlecht war für mich. Er hat sich nachher dann auch noch dafür entschuldigt, im Debrief quasi, was vollkommen okay war, es war jetzt nicht ultra schlimm. Das war so ein erster kurzer Schockmoment und man dachte, was passiert jetzt? Und dann ist hier so ein BMW ein bisschen langsam geworden, was ich gleich als Chance genutzt hatte, wieder an ihm vorbeizukommen. Und entsprechend wieder auf Platz 8, wo nachdem ich die Position gegen Lexus da vorne verloren habe, der Mercedes hätte ja auch fast die Position von mir geholt. Ging sich aber irgendwie aus, dass ich das noch halte. Und da war wirklich so ein bisschen der Druck da. Hinter mir Autos natürlich jede Menge. Und da schauen wir uns gleich den Start nochmal an im Replay. Hier die verschiedenen Fahrzeuge. War ein bisschen Auswahl dabei. Tatsächlich sehr viele BMWs allerdings. Und dann sehen wir auch, der Mercedes hier überholt mich, der Lexus. Und der Mercedes fährt so ein bisschen zu weit rüber. Hat es dann auch gleich gecheckt. Aber da war es halt für mich schon zu spät. Da war ich schon am Gras draußen. Was natürlich total ärgerlich ist. Aber ja, passieren kann sowas in so einem Start. Nichts weiter, nichts Schlimmes passiert. Ich bin nicht gestorben. Nicht in den Shadow Ram irgendwie transportiert worden oder so. Von dem her alles ganz okay, würde ich sagen. Da sehen wir nochmal an dem BMW vorbei. Der BMW wird nachher nochmal interessant. So viel kann ich schon mal vorweg spoilern. Aber ja, jetzt gilt es eigentlich hier wirklich konstant irgendwie durchzufahren, zu schauen, dass man keine Fehler macht und so, was immer ein bisschen schwierig ist. Hier auch schon der erste BMW, der so ein bisschen einen Fehler gemacht hat. Und dann war ich kurz in so einem Schreckmoment, weil der wieder auf die Strecke zurückkam und ich natürlich dort genau mein Weg wäre, genau die Ideallinie. Und der einfach wieder rauffährt und kurz ein bisschen geschreckt habe. Aber zum Glück alles gut gegangen, war eh weniger schlimm, als es aussah, sage ich mal. Und dann entsprechend, ja, hatte BMW von hinten mit aufgeholt. Die zwei vorne kämpfen so ein bisschen um Position und ich hatte gehofft, okay, vielleicht schaut ein Platz für mich raus. Ich hatte aber auch Angst, dass es vielleicht nach hinten losgeht und dann Crash passiert oder so. Und die zwei natürlich weit abseits von der Ideallinie und entsprechend machen sie sich selbst langsam und mich auch, weil ich natürlich nicht so richtig vorbeikomme. Weil auf dieser Strecke überholen ist gar nicht so einfach, weil wenn du nicht wirklich einen signifikanten Mehrspeed hast oder so, ist das gar nicht so einfach. Und dann mache ich da leider schon den ersten Fehler in diesem Rennen, den ersten gröberen, wo ich da ein bisschen den Curb mit dem und diese Sausage Curbs, diese gelben, sind so böse einfach. Ich sag's euch, also die sind echt gemein, wenn man da drüber fährt und entsprechend, ja,
was soll man machen in die Richtung. Aber es bin nicht der Einzige, der hier Fehler macht. Der Lexus auch wieder hier einen Fehler vor mir gemacht hat. Und ich dachte, okay, puh, da ist reinstechen, ist vielleicht ein bisschen sehr aggressiv. Das lassen wir besser. Wir versuchen das Ganze auf eine humane Art und Weise. Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwie. Vielleicht macht er einen Fehler oder so. Und wie gesagt, diese Schikane mit diesen Curbs ist so fies. Und dann baut er hier, dann dreht ihn hier über diese Curbs drüber und einmal schön gegen die Wand, einmal die Wand von vorne betrachtet, was natürlich sehr fies ist, aber mir einen Platz verschafft. Also zumindest, da muss man das Positive für mich sehen. Während hier wieder jemand in den Kies abgeflogen ist, das passiert tatsächlich öfters, ein Porsche. Da dürfte es auch ein kleines Missverständnis gegeben haben mit einem anderen Fahrzeug, mit einem zu überrunden Fahrzeug. Ja, auch nach 15 Minuten kann das schon passieren. Wir sind in der Liga mit unterschiedlichen Leuten. Also da ist viel dabei, viele Profis, aber auch Anfänger, so wie ich es bin. Und ich dachte mir, okay, vielleicht nutzen wir das als Chance, vielleicht kann der Porsche mir ein bisschen was zeigen. Ich glaube, der Porsche ist ein bisschen tricky zu fahren auch, aber vielleicht kriegt man da was. Aber so wirklich viel hat es nicht gebracht, weil der Porsche hat mich eh abgehängt, wie ihr das seht. Der ist schon über alle Berge. Hinter mir allerdings freie Bahn zum Glück. Da vorne der Porsche mit zwei anderen Fahrzeugen, während sich einer verbremst. Also das sieht man hier öfters auf der Strecke, dass sich Leute da ein bisschen verbremsen. Und da dachte ich mir, okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Er hat dann zum Glück neben der Straße gewartet, bis ich vorbei bin, und mir entsprechende Positionen gegeben, was ganz okay war, würde ich sagen. Ja. Und dann heißt es im Endeffekt Platz 6, vielleicht kriegen wir den ja irgendwie nach Hause. Allerdings muss ich sagen, man hat dann gemerkt, der BMW, auch wenn er einen Fehler gemacht hat, was einfach an diesem Zweikampf lag und diesem Dreikampf eigentlich, er war einfach schneller als ich. Und dann habe ich hier wieder ein bisschen so einen Fehler gemacht, auch hier ein bisschen sehr langsam auch raus. Und ich, wie gesagt, diese Haarnadelkurve ist absolut mein Nemesis hier auf dieser Strecke. Manchmal funktioniert es halbwegs, aber da war wieder sehr, sehr schlecht. Dann ein bisschen übersteuern beim Rausfahren. Heck kam und dachte mir, okay, weißt du was, bevor ich ihn jetzt aufhalte, bevor ich mich aufhalte, weil das ist ein ordentlicher Druck, wenn hinter dir ein Fahrzeug fährt und du entsprechend da weißt, okay, der wird dich irgendwann attackieren, das ist so ein Druck einfach. Das muss man entsprechend aushalten, beziehungsweise versuchen halt, während ich hier wieder einen schönen Fehler mache hinter dem BMW her, das muss man so ein bisschen einfach aushalten und da so habe ich noch nicht die Nerven, muss ich sagen, deswegen dachte ich mir, ich lasse ihn einfach vorbei. Ist, glaube ich, für alle ganz cool. Und da mache ich einen ganz fatalen Fehler. Komm aufs Gras aus dieser Hairpin raus. Und dann drehe ich das Fahrzeug, was total ärgerlich war. Und dann einfach hier, wollte ich dann umdrehen und habe dann einfach zu früh Gas gegeben. Und dann greift man sich echt am Kopf, denkt sich, meine Güte, weißt, das waren genau die Fehler, die ich befürchtet hatte, dass ich machen werde. Und es war halt so ärgerlich und so unnötig irgendwie. Vor allem, da war weit und breit niemand, der ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich bin einfach eine Spur zu weit raus, zu früh beschleunigt, zu früh aufs Gas und dann dreht sich die Karre hier einfach weg. Und beim Versuch, mich wieder einzureihen, natürlich gewartet, dass der BMW vorbei ist. Gott, also wirklich, das war so eine Aktion. Ich muss gestehen, es war der einzige gröbere Fehler dieser Art, aber ich hatte echt Angst, dass da ein paar mehr passieren. Aber ja, was soll man machen? Gut, dann hieß es im Endeffekt irgendwie versuchen aufzuholen. Wir sind knapp bei der 30-Minuten-Marke, also die Hälfte vom Rennen ist um. Und der Wagen vor mir doch knapp 9,5 Sekunden vorne, der andere BMW, der da vorbeigefahren ist, als ich mich gedreht habe. Ich dachte mir, okay, komm, pedal to the metal und gib ihm, versuch irgendwie Zeit rauszuholen. Hat aber dann gemerkt zu der Zeit, dann war kurz vom ersten Boxenstopp halt, weil ich mal gedacht habe, in der Mitte des Rennens machen sie Boxenstopp. Hat man einfach gemerkt, okay, die Reifen lassen nach, die Zeit hat ein bisschen nachgelassen und so. Und dann bin ich hier auch noch auf dem Backmarker, also entsprechend jemanden, der zu berunden ist, aufgelaufen. Und ich dachte mir, okay, macht er denn Platz? Wie funktioniert es denn? Was denn los? Er hat dann aber irgendwie die Schikane hier komplett verkackt und ich konnte es dann irgendwie an ihm vorbei. Da hat er mich im Vorfeld schon einen anderen Fahrer ein bisschen aufgehalten. Nach knapp 25 Minuten ging es ab in die Box. Einmal Reifen wechseln, einmal frische Reifen drauf, vor allem auch Sprit reintanken. Man sieht, 2,7 Liter sind noch drin und 2,6 brauche ich ungefähr pro Runde. Das geht sich nicht ganz aus. Also entsprechend erstmal Boxenstopp. Einmal die Jungs hier Reifen wechseln lassen. War auch verpflichtend, also man musste an die Box. Entsprechend hat das schon Sinn gemacht, sage ich mal. Und in der Hoffnung auch, dass es halt mit den neuen Reifen ein bisschen besser funktioniert. Platz 6 zu dem Zeitpunkt übrigens liegt aber auch in den Boxenstopps der anderen Fahrer, weil natürlich jeder sich aussuchen konnte. Es gab jetzt kein Pit-Window, wie es halt in der GT3 sonst standardmäßig, glaube ich, zumindest ist. DTM ist es mittlerweile, glaube ich, so. Ja, egal, wie auch immer. Und dann haben wir hier wieder den BMW an mir vorbei gezischt, sage ich mal, der ja so unser Main-Rival vielleicht ist.
in die Richtung. Also den haben wir immer so irgendwie am Schirm, der ist immer ähnlich da und der hat eine ähnliche Pace der Fahrer wie ich. Das ist mir aufgefallen zumindest. Macht aber auch durchaus hin und wieder Fehler. So, dann sind wir auch schon wieder einen Zeitsprung gemacht, 16 Minuten. Und ihr seht, 3,7 Sekunden war ungefähr der Abstand, 3,4 sind es jetzt, 3,2. Ich habe dann wirklich gehofft, vielleicht schaffe ich es irgendwie Platz 6 heimzuholen. Vielleicht schaffe ich es irgendwie den BMW da vorne, den Pfenninger in seinem BMW irgendwie einzuholen. Und ihr seht, je weiter wir vorspringen, desto ja, knapper komme ich auch dran. Also man merkt, zu dem Zeitpunkt in dem Stint hatte ich einfach eine bisschen bessere Pace. Wobei die Kurve hier, wie gesagt, die schaffe ich einfach nicht schön zu fahren. Da hat er wieder ein bisschen gut gemacht an Zeit. Und da hatte ich eben gehofft, vielleicht schaffe ich ihn noch. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, ihn zu erledigen, sage ich mal, noch irgendwie in ihn vorbeizukommen. Aber es ist gar nicht so einfach, weil wenn du jetzt nicht einen wirklichen Überschuss an Pace hast oder einfach der Fahrer einen Fehler macht, ist das doch relativ schwer, dass du entsprechend rankommst. Und da macht er genau diesen genannten Fehler. Und ich dachte mir, yo, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, jetzt ist my time to shine, sozusagen. Und dann war ich aber trotzdem nicht nah genug dran, um da jetzt ein Manöver anzusetzen, habe ein bisschen zu früh gebremst einfach auch, weil ich Angst hatte, dass er vielleicht bremst und ich mir hinten drauf war, das wollte ich auch vermeiden. Ein Crash brauchen wir definitiv nicht, hatten wir schon einen. Und deswegen, ja, war ein bisschen schwierig und wenn wir dann Zeit nochmal ein bisschen vorspringen, ich bin dann wieder rangekommen an ihm und hatte dann eben die Hoffnung, vielleicht komme ich irgendwie noch an ihm vorbei. Aber wie gesagt, wenn du nicht einen kompletten Pace-Überschuss hast, ist das total schwierig und entsprechend total schwierig einfach da vorbeizukommen. Dann hatte ich eben gehofft auf einen Fehler vielleicht von ihm. Aber er ist die meiste Zeit relativ gut gefahren, muss ich sagen. Also Hut ab auch an der Stelle natürlich an alle anderen Fahrer, weil es ist einfach unfassbar cool, auch so kompetitiv auf einem Level zu sein. Ich sage ja, ich fahre zwar nicht um die Top, um den Sieg vorne mit, aber ich fahre zumindest entsprechend mit anderen Leuten und ich merke, anders gibt Leute, die haben ähnliche Pace, machen aber auch genauso wie ich, so sind so leicht inkonsistent beim Fahren, machen hin und wieder Fehler und so. Und dann springen wir auch noch ein Stückchen vor. Dann haben wir da vorne einmal den Matteo Glock. aufgemotzt, der entsprechend hier mit seinem Mercedes unterwegs ist und zum Überrunden ansteht. Also entsprechend an dem ich dran bin oder an dem wir dann dran sind und zum Überrunden. Und ich war hier sehr, sehr nah an ihm dran, an dem BMW. Und dann ja, hier die Kurve ein bisschen zu spät gebremst, weil es ist tatsächlich schwer hinterherfahren, weil du einfach dann auch, du merkst auch, dass die Bremspunkte ein bisschen, also du siehst die Bremspunkte nicht mehr so genau, du darfst auch den Windschatten nicht aus ganz vergessen in der ganzen Rechnung. Also es ist durchaus ein bisschen anderes Fahren, wenn du hinterherfährst. Wobei ich fahre lieber hinterher als vorne weg, weil wenn du gejagt wirst, ist das ein ganz anderes Gefühl und das ist wirklich eine Anspannung pur einfach. In dem Fall spürt, glaube ich, er vor mir die Anspannung gerade ziemlich. Aber ja, wie auch immer, wir approachen hier eben den Backmarker. Entsprechend Matteo, mit dem ich im Discord währenddessen die ganze Zeit war, der auch hier gefahren ist, der aber zum Überrunden ansteht an der Stelle, also entsprechend gilt es an ihm vorbeizukommen und dann war es so ein bisschen, okay, was will er jetzt machen, wo lässt er uns vorbei, lässt er uns hier vorbei, macht aktuell nicht den Eindruck, dann lässt er uns hoffentlich auf der Geraden vorne vorbei, weil wir hatten dann doch ein bisschen eine höhere Pace, also no offense an der Stelle, aber wir hatten halt einfach eine bessere Pace und es ging ja doch noch um Platz 6 zwischen uns beiden und dann macht er so ein bisschen einen Fehler, kommt aber wieder auf die Strecke zurück und auch so, wo du den Curb eigentlich normal mitnimmst und dann war es irgendwie, waren wir beide verwirrt, also sowohl der Kollege vor mir im BMW als auch ich waren plötzlich verwirrt, weil wir nicht wussten, was tut jetzt, was passiert jetzt, was wird aus der Situation jetzt und zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, also hier Matthäus dann weit ausgewichen, aber besser wäre es gewesen, er hat es auf der Geraden gemacht, aber er hat einfach die Kurve nicht erwischt und da war ich relativ nah wieder dran an dem BMW, an dem Pfenninger. Und es war dann so, okay, komme ich da vorbei? Und dann haben wir gedacht, okay, ich bin jetzt knapp dran, aber hätte es links wahrscheinlich vorbei reinstechen können. Es hätte wahrscheinlich funktioniert irgendwie. Aber ich wollte auch nicht hier zu zweit in die erste Kurve reingehen, weil ich habe dann echt Angst, dass ich meinen Bremspunkt verkacke und so. Denn ich fahre lieber hinterher und hoffe und zwinge ihn vielleicht in einen Fehler rein. Und dann habe ich da auch ein bisschen so angedeutet, hey, schau, da bin ich. Lass mich vorbei in die Richtung und hatte gehofft, vielleicht macht er irgendwo einen Fehler und versuche natürlich selbst keinen Fehler zu machen. Also das ist natürlich auch ganz wichtig immer. Versuche hier möglichst gut hinter ihm herzukommen, aber ihr seht hier raus aus der Haarnadel, ich weiß nicht, was diese hat, aber die ist einfach nicht für mich gemacht oder die mag mich einfach nicht. Und es ist total schwierig, da irgendwie raus zu beschleunigen.
ja, total Anspannung pur, sage ich mal auch. Aber es war ein sehr, ziemlich cooles Battle, muss ich sagen. Es war auch immer dieses Versuchen aufzuholen, irgendwie versuchen, eine Möglichkeit zu bekommen, vorbeizukommen. Und hier in Aqua Minerale rein hat er dann auch beim Rausfahren, Mann, das war noch nicht jetzt. Mein Fehler, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen zu früh dran. Wir haben noch 1 Minute 12 auf der Uhr. Also es passiert noch was, keine Sorge. Hier auch, wie gesagt, ich versuche so gut wie möglich meine Linie zu fahren, so gut wie möglich an ihm dran zu bleiben. Aber es ist halt total schwierig irgendwie auch. Und es ist einfach so für mich als jemand, der eben unerfahren ist, wie das auch mit Zweikämpfen ist. Was wichtig ist natürlich dafür, dass du deinen Gegner lesen kannst. Das war da eben vorher die Situation mit Matthias beim Berunden. So, du hast nicht ganz erkennen können, was er jetzt eigentlich vorhat und was er möchte, dass wir tun. Also wichtig ist immer, glaube ich, bei so Rennen ist eben lesbar zu sein für deine Gegner, während Matteo hier hinten einfach mal schön abbiegt. Dorthin sollte er nicht fahren, glaube ich. Das ist eher daneben. Die Leader von dem Rennen sind übrigens knapp hinter uns. Ich glaube, 10 Sekunden hinter uns oder so. Also die gehen jetzt dann über die Ziellinie und läuten damit die letzte Runde ein. Genau, das hat er gerade gesagt. Und ich bin hier wirklich knapp dran an dem BMW wieder. Und denke mir, okay, letzte Chance. Das muss ich hinkriegen. Das muss doch funktionieren. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht hinkriege, an dem vorbeizukommen. Aber wie gesagt, wenn halt der vor dir keinen signifikanten Fehler macht und auch nicht der Pace-Unterschied so enorm ist, dass du sagst, okay, ich fahre dem aus der Kurve raus einfach besser und habe bessere Bremspunkte oder was auch immer. Wenn du halt doch eine sehr ähnliche Pace hast, es ist unfassbar schwer, da vorbeizukommen. Und ich möchte natürlich auch jetzt keine asoziale Divebomb irgendwo reinmachen, wie es vielleicht andere Leute tun würden in irgendwelchen anderen Online-Rennen. So bin ich nicht, das muss natürlich alles mit Respekt vor sich gehen und man möchte natürlich auch gutes und faires und cleanes Racing haben. Und hier Richtung Aqua Minerale rein, jetzt kommt das, was ich vorher schon angeteased habe. Hier rein macht ein Fehler innen über die Curbs und wird dadurch ein bisschen langsamer und ich komme einfach hier, kriege den besseren Run raus aus der Aqua Minerale in Variante Alter rein und hier diese Schikane und habe natürlich da entsprechend jetzt die Oberhand und kann entsprechend hier besser raus. Was schon mal ganz cool ist. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal an, weil ich so gut bin. Nein, Spaß. Aber wir schauen uns das Ganze nochmal aus der Außenperspektive an. Und dann hat er noch kurz so ein bisschen nach rechts gezogen und ich war so, fahr damit bitte jetzt nicht ins Auto. Und ja, verbremst sich dann auch noch ein bisschen hier in die Schikane rein. Ich dachte mir, okay, es sind noch knapp 4 Kurven oder so, wenn man die 2 hier mitzählt. Und dann ist das Rennen zu Ende. Gott sei Dank, ich habe es dann geschafft, ich habe Platz 6 mir geschnappt, aber ich habe die Rechnung und hier drin steht Final Lap, möchte ich anmerken. Ich habe die Rechnung aber leider falsch gemacht. Der Leader, der Führende fährt ja hinter mir und ihr seht 6,5 Sekunden hinter mir. Der fährt es dann erst nach mir über die Ziellinie, das heißt ich und Pfenninger müssen entsprechend dieses Rennen noch fertig fahren. Wir müssen noch die Runde fertig fahren, damit wir entsprechend dahin kommen. Und ich dachte mir, okay, ey, versuch's nicht zu verkacken. Die ersten Hälfte der Runde ging das. Hier habe ich dann ein bisschen Fehler gemacht, er allerdings auch. Und ich dachte mir, okay, ja, jetzt nicht verkacken. Die letzte Schikane noch, die Schikane mitnehmen, Variante Alter. Und versuchen, das nicht zu verkacken. Und was mache ich? Genau das, ich verkack's. Einmal hier über die Curbs rüber und diese Sausage Curbs sind so scheiße, weil du hier wirklich drüber hüpfst mit dem Auto. Und boah, das war echt so richtig asozial. Dann sehe ich ihn innen und denke mir, er hätte den besseren Run vielleicht, hat er aus der Schikane raus, hat er definitiv gehabt. Und dachte mir, okay, was passiert jetzt? Ich sehe ihn innen, denke mir, okay, was passiert jetzt? Was macht er jetzt? Versucht jetzt? Er versucht halt ein bisschen später zu bremsen, vielleicht innen noch quasi reinzustechen, weil ich habe natürlich komplett offen gelassen die Tür. Muss man ganz einfach sagen, hier sieht man nochmal, wie ich quer einfach drüber fliege über diese Curbs und mit der BMW immer näher kommt und immer näher kommt und ich richtig Panik kriege mit dem Auto. Und ich hätte natürlich weiter nach links fahren sollen, ihn abdecken, damit er nach außen muss. Und er hat sich gedacht, okay, innen lässt er frei, ich fahre innen rein, hat sich aber dann mit dem Bremspunkt komplett vertan und hat dann eben hier leider ein bisschen drüber geschossen übers Ziel. Hat sich auch nochmal nachher entschuldigt, dass er da keinen Divebomb machen wollte. Ey, hatte ich auch nicht gedacht. Das war einfach ein Fehler, sage ich mal, der im, in the heat of the moment passiert ist. Aber ey, und übers Ziel auf Platz 6. Ja, da steht jetzt Platz 5, aber das kann man ignorieren. Das stimmt natürlich nicht. Es ist Platz 6 geworden. Einer ist aus der Lobby einfach frühzeitig rausgegangen.
Ja, war ein sehr interessantes Rennen, muss ich sagen. War wirklich am Schluss so spannend noch. Und ich fand das total cool, dieses Battle auch. Auch wenn ich da jetzt am Schluss dann zum Glück als quasi bessere rausgegangen bin, war es einfach unfassbar cooles Battle. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich, für das, dass ich am Anfang wirklich so Panik davor hatte, dieses Rennen zu fahren, weil ich mir dachte, ich krieg das nicht hin, dass ich hier eine Stunde lang wirklich gutes Racing zeige und gut fahre. Aber es hat tatsächlich echt gut funktioniert. Ich war zwar relativ weit hinten nach, muss man ganz ehrlich sagen, aber es war schon durchaus sehr cool und sehr schön zum Anschauen und also zum Spielen einfach auch und auch zum Anschauen, muss ich sagen, tatsächlich jetzt für dieses Video. Fand ich echt cool, muss ich sagen. Und hat mir echt viel Spaß gemacht. Gut, ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich vielleicht an so Liga-Rennen öfters teilnehme. Ich weiß nicht, wie solche Videos bei euch ankommen. Ihr könnt es mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch auch gerne zum Husa GT Masters entsprechend den Link unten zur Race-App. Dann könnt ihr gerne selber teilnehmen, wenn ihr möchtet. Gibt auch einen Discord. Hat viel Spaß gemacht. Ich finde es cool, dass das auch so unterschiedliche Leute von der Pace her dabei sind. Dass entsprechend es Leute gibt, die halt langsamer sind, Leute, die besser sind. Und dass man da auch coole Battles machen kann. Dass alles eigentlich im Grunde sehr fair zugeht auch. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zum Zuschauen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ist jetzt natürlich kein Racing auf LFM Niveau oder so wahrscheinlich, würde ich behaupten. Aber ich fange auch gerade erst mal damit an. Und dafür ist es, glaube ich, soweit ganz gut. Okay, dann danke und bis demnächst. Ciao.